Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so ein Gerätventil richtig einbauen und somit auch einen Anschluss für die Waschmaschine bzw. Spülmaschine richtig austauschen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wenn ein altes Geräteventil noch nicht entfernt worden ist, dann am besten mal noch einen leeren Behälter und einen alten Lappen unter dieses drunter stellen, anschließend die Hauptwasserzuleitung zudrehen und dann können wir nämlich auch schon mal dieses Ventil hier vorne öffnen, dass auch das restliche Wasser noch rauskommt und wenn das geschehen ist, am besten mal mit einer Wasserpumpenzange dementsprechend dieses Ventil gegen den Uhrzeigersinn rausdrehen und am Ende auch noch hier hinten einmal das Gewinde auf irgendwelche alten Hanfrückstände bzw. Verschmutzungen überprüfen. Mein Anschluss ist in etwa bündig mit den Fliesen bzw. der Wand und wenn es bei dir nicht so ausschaut, können wir diesen auch noch mit speziellen Hahnverlängerungen rausverlängern. Doch dafür habe ich auch schon mal ein spezielles Video auf meinem Kanal gemacht und danach können wir dann auch schon endlich unser Geräteventil richtig einbauen. Dieses gibt es übrigens meistens in der Variante mit Dichtungsring oder aber auch ohne. Ich beginne mal mit dem Modell ohne Dichtungsring und hier haben wir eigentlich zwei Varianten, wie wir das Ganze abdichten können. Entweder mit Hanf oder auch mit Teflonband und ich bin hier persönlich auf jeden Fall ein Fan von Hanf, da, wenn das Ganze eingedichtet ist, wir es anschließend auch wieder etwas zurückdrehen können, ohne dass es sofort undicht wird. Bei Teflonband ist das Problem, wenn wir es wieder zurückdrehen, dann wird es relativ sicher undicht sein. Doch falls du es trotzdem mit Teflonband machen möchtest, habe ich dafür auch schon ein extra Video auf meinem Kanal gemacht. Bevor wir einhampfen, sollten wir erst einmal noch das Gewinde mit einem Sägeblatt etwas stärker aufrauen, dass der Hanf anschließend auch besser im Gewinde hält. Anschließend die blaue Schutzfolie von unserer Rosette entfernen und diese schon einmal richtig rum aufbringen. Circa 10 bis 15 cm Hanf einmal in der linken Hand festhalten, dann können wir es nämlich auch schon richtig in Gewinderichtung auf unser Gewinde draufgeben und anschließend nach circa 2 Umdrehungen das zweite Ende einmal mitnehmen. Wichtig hierbei ist, ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass wir den ersten Gewindegang freilassen, da das Gewinde anschließend viel leichter anpackt. Nun ebenfalls in Gewinderichtung mit einer Stahlbürste einmal den Hanf noch etwas besser in die einzelnen Gewindegänge hineinbürsten. Und zum Schluss noch etwas spezielles Neofermit, was einfach eine spezielle Gewindedichtungspaste ist, auf unser Hanf draufgeben. Und somit haben wir jetzt auch das erste Modell schon richtig vorbereitet. Bei dem Modell mit Dichtungsring geht das Vorbereiten noch einmal deutlich schneller. Wieder etwas spezielle Gewindedichtungspaste draufgeben, dass der Gummi anschließend einfach leichter in das Gewinde hineingeht und dann können wir das Ganze nämlich anschließend auch schon so weit reindrehen, dass dieser Dichtungsring wirklich komplett in unserem Gewinde verschwunden ist. Dann ist es nämlich laut der Firma Shell auch dicht und wir können anschließend sogar unser Geräteventil wieder um eine halbe Umdrehung zurückdrehen, ohne dass es undicht wird. Bei unserem eingehampften Modell gehen wir ähnlich vor. Wir setzen das Ganze erst einmal an unserem Anschluss an, schauen, dass es natürlich gerade jetzt dann anpackt und dann können wir es erst einmal per Hand etwas weiter reindrehen. Laut meinem damaligen Meister ist am wichtigsten, dass so circa 2 bis 3 komplett eingehampfte Gewindegänge anschließend im Anschluss verschwunden sind. Dann sollte es normalerweise auch dicht sein. Und bei so einem Geräteventil haben wir jetzt den Vorteil, dass wir hier unten noch mit unserer Armaturenzange bzw. einem passenden Gabelschlüssel super ansetzen können. Bitte auf gar keinen Fall beim Gewinde, da wir das Gewinde sonst natürlich auch sehr leicht kaputt machen. Und jetzt müssen wir es einfach mal so weit drehen, bis der Anschluss wirklich schön gerade nach unten schaut, denn dann haben wir auch die perfekte Position erreicht. Als nächstes darauf achten, dass das Geräteventil wirklich komplett im Uhrzeigersinn geschlossen ist. Und nun drehe ich mein Schrägsitzventil wieder langsam gegen den Uhrzeigersinn auf, so dass sich die Rohrleitung gleichmäßig mit Wasser auffüllt. Zum Schluss kann ich übrigens noch den Hinweis geben, dass wenn das Ventil ganz geöffnet ist, dass wir es wieder circa eine halbe Umdrehung zurückdrehen. Das hat jetzt einfach den Sinn, dass sich das Ventil nicht so schnell festfressen kann und einfach länger gängig bleibt. Denselben Trick können wir übrigens auch bei unserem neu eingebauten Ventil jetzt super anwenden. Beim Geräteventil habe ich jetzt gerade eben übrigens noch den Anschluss hier unten für den Schlauch schon mal im Uhrzeigersinn rangedreht und jetzt kann ich auch schon dieses Ventil einmal vorsichtig öffnen, dass auch noch meine restliche Luft rauskommt und ich würde sagen, das
Schaut auf jeden Fall super aus. Anschließend das Ganze wieder zumachen und einmal mit den Fingern noch auch bei der Wand hier hinten auf Dichtheit überprüfen. Wenn es soweit passt, dann können wir die Rosette auch schon hinten an die Fliesen dran geben und somit haben wir so ein Geräteventil auch schon richtig montiert. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so ein neues Geräteventil, eine spezielle Armaturenzange, Hanf oder auch Vermiet zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link in der Videobeschreibung klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.